Geschäfte oder demnach nicht eingeweiht. Schröder und Putin sind ja seit Jahren befreundet. Der ehemalige Kanzler hat ja mehrere hohe Posten bei russischen Energiekonzernen und steht seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine dafür heftig in der Kritik. Ja, und zuvor haben sich die Außenminister Russlands und der Ukraine in der Türkei getroffen. Auch da gab es keine Ergebnisse, da auch damit eben auch keine Waffenruhe. Das Gespräch im türkischen Antalya dauerte nur 1,5 Stunden. Es sei zu einem weiteren Treffen in dem Format bereit, sagte der ukrainische Außenminister Kuleba. Lavrov meinte dazu, Russland habe der Ukraine Vorschläge unterbreitet und warte nun auf eine Antwort. Dazu Professor Dr. Thomas Jäger von der Uni Köln. Man konnte nicht erwarten, dass in diesem ersten Gespräch gleich eine Lösung präsentiert wurde. Das ist ein gutes Zeichen, dass weitergesprochen werden soll. Es ist ein wichtiges Zeichen, dass die entsprechenden Behörden jetzt an die Arbeit gehen. Professor Thomas Jäger von der Uni Köln im Interview mit NTV. Und die deutsche Transportbranche schlägt Alarm. Vielen Unternehmen, auch in Bayern, drohe wegen der hohen Kraftstoffpreise die Insolvenz. Und dann wäre die Versorgung der Menschen und der Wirtschaft in Gefahr, sagt Dirk Engelhardt vom Bundesverband Güterkraftverkehr. Die Meldungen sind drastischer, deutlicher als in jeder Situation in der Corona-Pandemie. Die Unternehmer sind wirklich verzweifelt. Die Dynamik, die sie ereilt, was die Dieselpreise angeht, stellt sie wirklich vor unlösbare Aufgaben. Dirk Engelhardt vom Bundesverband Güterkraftverkehr. Und wegen eines Motorproblems hatte Pilot eines Kleinflugzeugs auf dem Weg nach Frankfurt gestern Nachmittag eine Notlandung machen müssen. Das hat die Polizei heute mitgeteilt. Der 30-Jährige habe seine Propellermaschine auf einer Wiese in der Nähe der Autobahn im unterfränkischen Weibersbrunn zu Boden gebracht. Er erlitt dabei einen Schock und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Das Antenne Bahnenwetter, das bleibt wie es ist. Nachts haben wir Frost, tagsüber viel Sonne und bis zu 13 Grad sind drin. Aber dieser eisige Wind, der weht halt leider auch immer mal. Das Antenne Bayern Verkehrszentrum, Servus auf die Straßen A7 Würzburg-Fulda zwischen Würzburg-Essen. Schöne Grüße. Schatzverwalt in beiden Richtungen. Der Lebensmittelrenner. Personen auf der Fahrbahn. Der Lebensmittelrenner. Zwischen Übersee und Felden. Vorsicht, da liegt ein Hammer auf der Fahrbahn. Und die A92 Deckendorf Richtung München. Haben Sie gehört? Preise Mitte und Süd. Da muss manchmal hängt der Hammer auf der Fahrbahn. Und manchmal Oberbayern in München auf der Ammerseestraße Ecke. Dreht der Hammer. Gala.com.tv. Sobald ihr noch was seht, ruft uns auf der Fahrbahn an. Jederzeit. More Human Rights. Invest. 994. In your future. Am Nachmittag. Games Live. Das war's noch nicht. Hallo. Liebe Freunde, lasst ertönen das Horn der Freiheit, auf das jede Frau, jeder Mann, jedes Kind.